Hallo Internet und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. Ja, im letzten Teil sind wir Harley Quinn hinterhergerannt, haben zwei Wachen vor einem gemeinen Anschlag gerettet und das Ganze sogar unter Zeitdruck und haben festgestellt, dass wenn ich mich erschrecke, ich schreie wie ein kleines Mädchen. Wegen dem da. Er atmet sogar noch. Schöne Beißerchen hat er übrigens. Hallo. Naja. Jedenfalls habe ich euch mit einem miesen Cliffhanger hinterlassen. Da ist nämlich eine Tür. Und durch diese Tür müssen wir rein. Aber um es noch etwas spannender zu machen, hole ich mir erstmal ein Upgrade. Ja, das ist fast wie bei Pro7. Und, was machen wir uns denn mal? Schallschock-Batarang! Damit kann unser Schall-Batarang jetzt auch explodieren! Was mir gerade auffällt, dass ich den bisher noch gar nicht eingesetzt habe, seit ich mir den gekauft habe. Aber es gab bisher auch noch keine Möglichkeit dazu, wirklich. Ganz alleine in deiner Zelle, wieso brichst du nicht das Eis mit den gefährlichsten Gefangenen? Ich kann die Gute schon sehen. Also, auf sie mit Geröll! Ausgezeichnet! Das überlasse ich Ihnen, meine Liebe. Schnappt ihn! Oh, hi Jungs. Ist echt eine elektrisierende Angelegenheit. Bam! 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 Halt's mir ein! Kriegst du was davon? Na, gegrillte Fledermausflügel. Einmal ins Bett treten und dann nochmal in den Baum. Bam, bam, bam! Jetzt hier gegen Kopf und dann vorne noch mit den Füßen. What, bam! Willst du was davon? Ich würde hier gerne weg. Kann ich das? Ja, kann ich. Steht neben einigen Namen ein Lächeln. Du bist der Detektiv, sag du es mir. Nein, mit dir. Mr. J. nicht finden. Er ist im Geheimlabor in den Gärten und... Verdammt! Ja, ich weiß. Aber er holt mich raus. Du wirst sehen. Ja, du wirst schon sehen. Tja, dumm gelaufen wie Harley Quinn. Möchte ich mal behaupten. Oracle, ich bin hier fertig. Harley ist überwältigt und ich habe ihre Abdrücke gescannt. So kannst du das Geheimlabor in den Garten finden.
Ja, Harley war überall auf der Insel. Also stelle ich den Scanner so ein, dass er nur Abdrücke zeigt, die Chlorophyllspuren aufweisen. Okay, pass auf. Ich habe den Raintech-Satelliten so umgeleitet, dass er Wärmespuren auf der Insel zeigt. Die Gärten werden als sehr heiß angezeigt. Da passiert etwas Schlimmes. Aber sehr geil, wie er einfach anfängt, sie zu betatschen. Ja, hey, fass ich die Ware an und Batman nur, ich nehme mir, was mir gefällt. Sein Glück, dass da dann da auf einmal dieser Ausweis hing. Ja, ja, Bruce, du kleines Rübenschwein. Mr. J kümmert sich später um mich. Er spielt doch nur. Ja, er will doch nur spielen, das stimmt. So, wo Harley doch in dieser schönen Zelle hier hockt, denke ich mir, wird es mal Zeit, dass wir uns eine andere Zelle angucken, nämlich die da. Und die scheint echt frostig zu sein. Das kann ja nur wer sein? Genau, Mr. Freeze. Victor Freeze war ein genialer Kryogeniker, der seine geliebte Frau Nora in einer von ihm erfundenen Kältekammer einfror, um verzweifelt nach einem Heilmittel für ihr tödliches Krebsleiden zu suchen. Als sein Vorgesetzter die Kältekammer abschalten wollte, kam es zu einem kurzen Handgemenge, in dessen Verlauf sich die von Freeze entwickelte Kälteflüssigkeit über seinen Körper ergoss. Seitdem kann er nur noch bei Minusgraden existieren. Ist sein Körper Zimmertemperatur ausgesetzt, stirbt er. Ausgerüstet mit verschiedenen Eiswaffen und einem Kältepanzer versucht Freeze verzweifelt, seine geliebte Frau zurückzuholen und ihren Tod zu rächen, für den er unter anderem Batman verantwortlich macht. Ja, auch er ist Berufsverbrecher und nicht mehr Kryogeniker oder Kyro-was? Kryogeniker. Genialer Wissenschaftler mit einer Vorliebe für Kryogenik benutzt ein umfangreiches Arsenal an Kryowaffen, überlebt seit einem Unfall nur bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, trägt bei Plusgraden einen schützenden Kältepanzer, angetrieben von der Trauer und der Wut über das Schicksal seiner Frau Nora. Niveau erreichen, das nur etwas unter meinem liegt. Gespielt wurde Mr. Freeze in Batman Forever von Arnold Schwarzenegger. Oh ja, Arnold Schwarzenegger hat Mr. Freeze gespielt. Für die jüngeren Zuschauer unter euch, die das vielleicht nicht ganz wissen, aber es war ein furchtbarer Film. Den müsst ihr euch wirklich nicht antun. Hier gibt's doch bestimmt noch irgendwas. Außer Joker 10, meine ich. So, meine ist hier zum Beispiel eine Riddler-Karte. Du weißt doch, wie man eine Karte liest, oder Detektiv? Aber ansonsten... Oh, hier ist noch eine Riddler-Karte. Aber wie komme ich denn an die ran? Irgendwo hoch. Sieht so aus. Ah, hier. Hier gibt es doch bestimmt noch was. Ja, ein Tonband. Victor ist seit dem Angriff auf die Wache letzte Woche in Isolationshaft. Während ich darauf warte, dass er zu mir gebracht wird, hatte ich Zeit, mir meine Aufzeichnungen nochmal durchzulesen. Ich befürchte, dass er nicht geheilt werden kann. Er hat kein Mitleid mit seinen Opfern. Ich glaube ehrlich gesagt, er sieht uns alle als seine potenziellen Opfer. Doc, geht's Ihnen gut? Was ist hier los? Es geht um Sass. Er ist aus der Isolationshaft ausgebrochen. Oh Gott. Keine Angst, Doc. Sie sind hier sicher. Er hat hundertprozentig die Insel verlassen. Natürlich. Jemand muss die Behörden verständigen. Er wird wieder töten müssen. Verstehen Sie? Er muss. Oh nein. Er ist hinter Dr. Cassidy her. Hallo? Sarah, hier ist Gretchen. Hör zu. Oh, nicht schon wieder. Warte mal, da ist jemand an der Tür. Sarah, mach nicht die Tür auf. Hörst du mich? Mach nicht die Tür auf. Es ist Sass. Er ist frei. Tja, leider zu spät. Für die Gute. Dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Spielen wir noch mal ein bisschen mit der Elektronik rum.
Ich würde fast vermuten, dass mir das die Riddler-Trophäe da vorne dann beschafft. Ha, was bin ich doch gut. Ich bin ein Schlawiner, wie ich das wieder rausgefunden habe. Das ist ja jetzt doof. Aber wir leben einfach wieder unseren Urban Graffiti Style aus. Und finden ein Monument von Amadeus Arkham. Die Insel hat sich in den Jahren wenig verändert. Der Ruf war ruiniert, aber ich schwor, das zu ändern. Als die Häuser wieder auferstanden, sah ich die Zukunft. Eine wundervolle Zukunft. Ja. Wunderbare Zukunft, warum nicht? Ach mein Gott, dass wir hier wirklich alles sprengen müssen. Was? Wie bist du da rausgekommen? Tja, Harlequin, mit meinem super-duper patentierten Gillette Explosions-Skill. Der Joker hat gewonnen. Du weißt es nur noch nicht. Ja, ja. Whatever. Laufen wir jetzt endlich mal in die botanischen Gärten? Das klingt doch gar nicht mal so gut. Also sollten wir jetzt die Bälle in die Hand nehmen. Oh ja, dieser scheiß Jamba-Nacktscanner hier die ganze Zeit, ne? Lass mich nochmal schauen. Arkham Island West. Also rechts lang. Wie sich alle freuen, Batman zu sehen. Das ist doch herzallerliebst. Wir sind wieder in Gotham Lane mit unserem Reporter Jack Ryder. Jack, wir sehen, dass der Zugang zur Insel nicht geregelt wurde. Staats- und Bundespolizei besetzen die Checkpunkte. Das stimmt. Die Insel ist wirksam vom Festland abgeschnitten. Nichts kommt an oder geht ab. Erste Meldungen, die besagen, dass Batman sich auf der Insel befindet, scheinen bestätigt zu werden. Augenzeugenberichten zufolge hat der Joker nach dem Vorfall im Büro des Bürgermeisters zurück nach Arkham gebracht. Es gibt unbestätigte Berichte, dass Batman während Jokers gewagtem Ausbruch getötet wurde. Aber ich betone nochmals, das ist bisher unbestätigt. Wir melden uns bei neuen Informationen. Zurück ins Studio. Danke, Jack. Mehr darüber in Kürze. Wie Jack berichtete, wissen wir es nicht sicher. Aber es sieht so aus, als ob Batman bei einem Ausbruchsversuch getötet wurde. Bleiben Sie bei uns, um die neuesten Nachrichten zu erhalten. Jetzt zurück zum regulären Programm. Da hätte ich ja auch nochmal ein Wörtchen mitzureden, eigentlich. Wow. Meine Güte. Ihr habt aber auch echt Spaß, mich zu erschrecken. Das kann das sein? Was hat der denn da oben gemacht? Hat der da die ganze Zeit hier nur gechillt? Das geht doch nirgendwo so lang. Oh Gott. Das ist zumindest eine Riddler-Trophäe, hätten sie da hinpacken können. Wow. So, raus jetzt hier, kein Bock mehr. Langsam wird mir das Gebäude ein bisschen oll. Na, dann tut
Oh yeah. Da ist die Distanz noch zu weit. Mit dieser Tastenbelegung. Man sollte meinen, mittlerweile hätte ich es raus, aber nein. Hier war doch richtig, oder? Ja. Wobei ich glaube auch andersrum hätte gehen können. Aber ich habe mich jetzt hierfür entschieden. Genauso wie der Kollege. Oh, mach den Kopf zu, wo bist du? Wieder einer. Ja, ich hab dich auch hier. Na ja, denn da oben. Yeah, yeah, yeah. Patsch, patsch. Komm runter da! Ich weiß, ihr habt Geschichten von Mutationen und monströsen Nebenwirkungen gehört. Aber keine Sorge, die kommen nicht häufig vor. Auch diese Türen bekommen wir jetzt endlich auf. Boah, geht mir das auf den Sack, ey! Haben die Dünnschiss oder was? Ja, nee, tut weh. So, und hier geht es zu den botanischen Gärten endlich. Kollege, na komm her. Komm in meine Arme. Komm, komm kuscheln. So. Mein Gott. Willkommen in den botanischen Gärten. Ja. Da drinnen gibt es ziemlich viele Flower Power. Und wenn ihr diese erleben wollt, würde ich euch empfehlen, das nächste Mal auch wieder einzuschalten. Denn jetzt sage ich erstmal wieder Hauense Bauense.